Hallo und herzlich willkommen bei Wie Hacke muss ich sein? The Sinking City. So, wir sind leider immer noch bei dem Fall Throckmorton. Wir sind so ein bisschen gut drauf hier. Es geht so ein bisschen schlecht. Ich habe einen neuen Cappuccino. Und ich habe jetzt diese kleinen Biester hier. Falsche Kamera, die hier. Die sollen, keine Ahnung, scheiße scharf sein. Und da ich ja eh schon die ganze Zeit still bin, warum ich ein bisschen suffering? Scheint da kurz zu sein. Uah. Da kriegst du mit irgendeiner anderen. Uah, richtig da stehen. Soll ich scharf sein? Bäh. Oh, der Geschmack ist unglaublich. Oh. Oh. Oh, Scheiße. Scheiße. Oh. Oh, Moment. Und jetzt kommt noch eine Katze an die Tür, ich muss mal eben. So, Katze reingelassen. Ja. Der Geschmack ist echt nicht super. Das ist sehr viel schön. Ich sag gerade hier einheimisch. Boah. Mr. Throckmorton, ich bin auf seltsame... Was? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier in der Gegend trifft man ungewöhnliche Kreaturen an. Und sie sind beileibe nicht friedfertig. Das sind Wildbeester, Mr. Reed. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass sie noch am Leben sind. Wir haben diese Plagegeister hier seit der Geburt. Ich habe Studien in Auftrag gegeben, aber bisher wissen wir nicht viel mehr als zuvor. Sie sind aggressiv. Aber glücklicherweise kann man ihnen mit Schusswaffen Einhalt gebieten. Ja, davon konnte ich mich selbst überzeugen. Versuchen Sie, diese Biester zu meiden, wann immer es möglich ist. Und halten Sie stets eine Waffe bereit, für den Fall, dass es Ihnen irgendwann einmal nicht möglich ist. Dafür, dass ich mit den Spaten zusammengeschlagen habe. Mr. Throckmorton, leider habe ich schlechte Neuigkeiten. Oh nein. Ich habe Ihren Sohn im Untergeschoss eines Lagers hier in der Nähe gefunden. Es tut mir leid, aber er wurde ermordet. Jemand schoss ihm in den Kopf und versteckte dann die Leiche. Nein. Nein, nein. Ich kann es nicht glauben. Das darf nicht wahr sein. Nein! Ich habe den Mörder Ihres Sohnes aufgespürt. Wo? Wer war es? Ach, ich darf lügen. Nö, mach ich aber nicht. Wie ich vermutet hatte, ist der Innsmouther Lewis für den Tod Ihres Sohnes verantwortlich. Er versteckt sich in der hiesigen Bar. Fragen Sie einfach den Barkeeper. Er hatte wohl eine Rechnung mit Ihrer Familie offen und Ihr Sohn Albert musste sie begleichen. Oh, dieser Mistkerl wird nicht ungeschoren davonkommen. Die ganze Stadt soll Zeuge davon werden, was geschieht, wenn man sich mit den Throckmortons anlegt. Der Gerechtigkeit wird genüge getan werden. Es kommt selten vor, dass ich einen Neuankömmling nützlich mache. Danke. Mr. Throckmorton, ich will nicht lästig sein, aber denken Sie, dass Sie mir jetzt helfen können? Ja, das bin ich Ihnen schuldig. Bei Kaul, wenn man darüber nachdenkt. Ein Neuankömmling, der gerade erst von Bord gegangen ist, muss ein Verbrechen aufklären, weil die Polizei unfähig ist. Aber ich schweife ab. Helfen Sie mir auf die Sprünge. Was führt Sie nach Oakmont? Ich untersuche eine Reihe von Fällen unkontrollierten Wahnsinns, hervorgerufen von Visionen, die etwas mit diesem Ort zu tun haben. Ach, wirklich? Dann scheinen wir etwas gemeinsam zu haben. Nach der Flut kam es hier in Oakmont zu einer unerklärlichen Hysterie.
sich immer mehr auszubreiten scheint. Ich finanziere eine Expedition zur Erforschung der geologischen Aktivitäten, die hier seit kurzem auftreten und dafür verantwortlich sein könnten. Hängen diese Fälle von Hysterie mit bestimmten Visionen zusammen? Seit der Flut haben viele Oakmonter Albträume, die sich ähneln. Sogar die Leiterin meiner Expedition, Professor Harriet Doe, klagt über derartige Visionen. Ruinen unter Wasser in einem ungewöhnlichen architektonischen Stil. Ein schlafender Riese. Überschwemmte Straßen. Eine Stimme, die aus den Tiefen ruft. Genau so beschrieb sie ihre Vision. Dann schlug sie die Expedition vor, weil sie verzweifelt war und die Ursache für die Vision finden wollte. Warum gerade eine geologische Expedition? Es gibt Grund zur Annahme, dass die Flut und dieser Wahnsinn auf ein und dieselbe Ursache zurückzuführen sind. Im Kleinen so im Großen. Daher heuerte ich Wissenschaft. Sie erwähnten die Flut. Sie denken, da steckt mehr dahinter als eine Naturkatastrophe? Sie waren nicht hier, als die Flut kam. Was geschehen ist, lässt sich wissenschaftlich nicht erklären. Hat Ihre Expedition schon etwas gefunden? Das weiß ich nicht. Albert war auch bei der Expedition mit dabei. Sein Tod kann kein Zufall sein. Warum war er allein am Hafen? Wo stecken die anderen? Denken Sie, Ihr Sohn wurde getötet, weil die Expedition etwas entdeckt hat? Ist das so unwahrscheinlich? Eine Woche lang hörte ich nichts von den Teilnehmern der Expedition. Und dann taucht Albert in einem Boot auf und wird kurzerhand ermordet. Klingt in der Tat verdächtig. Mr. Reed, ich will, dass Sie herausfinden, was hier los ist. Ich gehe stark davon aus, dass Sie an den Ergebnissen der Expedition ein ebenso großes Interesse haben wie ich. Wenn ich etwas über die Expedition in Erfahrung bringen soll, muss ich mehr wissen. Wo soll ich mit meinen Ermittlungen beginnen? Ich gebe Ihnen die Adresse des Hauptquartiers der Expedition und den Schlüssel. Soll das alles sein? Lassen Sie mich eins klarstellen, Reed. Sprechen Sie nie wieder in diesem Ton mit mir. Tut mir leid, Mr. Throckmorton. Aber Sie müssen verstehen, je mehr ich weiß, desto effektiver kann ich ermitteln. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich finanziere zwar die Expedition, aber sämtliche Vorbereitungen wurden von Professor Doe und Albert getroffen. Wenn Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, finden Sie mich auf dem Anwesen der Familie Throckmorton. Es befindet sich im Bezirk Old Grove. Hier, ich zeige es Ihnen. Wer kommt für meine Ausgaben auf? Sobald Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, werde ich für Ihre Ausgaben aufkommen. Und natürlich werden Sie auch für Ihre Arbeit hier am Hafen entlohnt. Zudem erhalten Sie von mir einen fairen Vorschuss in Form von Patronen. Patronen? Der Dollar ist hier nichts mehr wert, Mr. Seit der Flut gehen die Menschen in Oakmont Tauschgeschäften nach. Patronen sind hier nützlicher als Papierscheine mit Zahlen darauf. Ein Wissenpunkt. Voll abgeschossen. Hey! Das scharfe Biest in meinem Mund nervt mich langsam. Boah. Ich möchte eigentlich schon was trinken. Auf der anderen Seite will ich mich ausreizen, aber. Den Cappuccino ist ein bisschen heiß noch, ne? Und man hat ja was anderes. So. Okay. 1, 2, 3 Steaks. Hier so was anderes. Boah, ey, das Biest geht mir echt auf Nerven. Ich guck mal, ob ich hier hinkomme. Ich kann mir vorstellen, dass hier einfach Schluss ist. Fall mal. Fähigkeit. Ah, guck mal, was ist das denn?
Erlernen? Wie kann ich denn hier... So, so. Du kannst doppelt so schnell Fallen aufstellen. Oh. Deine Gegner sitzen länger an Fallen fest. Die Zähne der Fallen sind schärfer und dringen tiefer ins Fleisch deiner Gegner ein, wodurch der Schaden um 100% erhöht wird. Also ich kann noch töten, ja? Die Reichweite von Granaten und Brandbomben ist erhöht. Bitte was? Granaten und Brandbomben von so 30% Schaden. Alter, lass mal nie auf das Speed wirklich. Deine Pistole ist nun mit einer zusätzlichen Patrone geladen, wodurch du mit einer 10% wahrscheinlich doppelt so viel Schaden verursachst. Du kannst deinen Revolver schneller nachladen. Deine Koordination mit deinem Revolver ist erhöht, wodurch du mit einer 10% wahrscheinlich doppelt so viel Schaden verursachst. Du visierst im Umgang mit einem Gewehr und bist visiert im Umgang mit dem Gewehr und verursachst damit 20% mehr Schaden. Deine Augen sind zum Schießen geschult, wodurch du mit einer 10% doppelt so viel Schaden verursachst. Okay. Die Genauigkeit ist erhöht, wenn du eine Maschinenpistole benutzt. Genauigkeit ist erhöht, wenn du eine Maschinenpistole. Ist noch mehr erhöht, also. Du kannst deine Schrotflinte mit zwei zusätzlichen Patronen laden. Deine Schrotflinte hat eine weitere Streuung und verursacht mehr Schaden. Okay, so in dem. Zusätzlich Magazin. Du kannst 7 zusätzliche Patronen bei dir tragen. Du kannst ein zusätzliches SFZ und Antipsychotikum bei dir tragen. Du kannst eine zusätzliche Granate oder Bombe. Kannst 3 zusätzliche Gewehrpatronen bei dir tragen. Und kannst 10. Kannst 6 Revolverpatronen bei dir tragen. 4 Schrot. Wenn du den Tode nah. Wenn du den Toten nah bist, regenerierst du für eine letzte Chance im Kampf einen begrenzten Teil deiner Lebenskraft. Du erleidest nur den halben Schaden, wenn du aus hoher Höhe fällst. Oh, gut zu wissen, dass es Fallschaden gibt. Du erleidest nur den halben Schaden, wenn du im Wasser von menschenfressenden Aalen angegriffen wirst. Okay. Deine Lebenskraft ist erhöht. Deine Lebenskraft ist noch mehr erhöht. Deine Nahkampfangriffe so mehr Schaden. Das ist ein Nahkampf schneller. Okay, du kannst bis zu 25 beliebige Gegenstände zum Fertigen bei dir tragen. Was? 15% Wahrscheinlichkeit beim Fertigen von Erste-Hilfe-Sets, Antipsychotika und Fallmaterial einzusparen. Die Wahrscheinlichkeit steigt um weitere Zeit, dass du beim Fertigen Material einsparst. Wahrscheinlich bei den Fertigen von Munition und Materialien zu sparen. Wahrscheinlichkeit bei den Dings, Explosionswaffenmaterialien zu sparen. Du hättest mehr Erfahrung und bleibst etwas länger bei Verstand. Oh, das ist gut. Du hättest mit einer 50% doppelt so viele Gegenstände als Questbelohnung. Du hättest doppelt so viele Gegenstände als Questbelohnung. Du bleibst deutlich länger bei Verstand. Du bleibst deutlich beim Verstand. Länger beim Verstand als jeder gewöhnliche Mensch. Okay. Du hättest stets mehr Erfahrung. Du hättest stets noch mehr Erfahrung. Okay, also theoretisch. Also ich glaube noch nicht, dass das nötig ist. Machen wir mal den Speedway. Wir wollen aber so viele Level wie möglich.
Was seid ihr denn für Süße? Ich will die gar nicht töten, ey. Dann müsstet ihr. Aus Ratten entstanden oder Katzen, ey. Na gut, das war jetzt eigentlich der Part des Abschlusses. Im nächsten Part gucken wir uns dann einfach mal hier ein bisschen rum.